Hallo Kapitäne, heute zeigen wir euch alles, was ihr über die Hauptlinie der deutschen Zerstörer in World of Warships wissen müsst. Wir werden alles darüber enthüllen, wie man Schiffe aus der Z-52-Reihe ausrüstet und spielt. Also, hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal, damit ihr keines unserer Videos verpasst. Einige halten sie für vielseitige Schiffe, die verschiedene Aufgaben ohne Spezialisierung auf eine davon ausführen können. Andere glauben, dass es sich um Schiffe mit einem einzigen Zweck handelt. Die deutschen Zerstörer aus der Hauptlinie, beginnend mit der V-25 auf Stufe 2 und endend mit der Z-52 auf Stufe 10, sind sicherlich der Ausgangspunkt unzähliger Diskussionen über ihre Leistung und wie sie sich mit Schiffen aus anderen ähnlichen Linien vergleichen. Diese Schiffe bieten einzigartige Vorteile, sind jedoch schwer vollständig zu nutzen. Erstens werden deutsche Zerstörer als Hybridschiffe betrachtet, was bedeutet, dass sowohl ihre Torpedos als auch Kanonen ein integraler Bestandteil ihres Spielstils sind und beide in Verbindung verwendet werden müssen, um eine gute Leistung zu gewährleisten. Ihre Torpedos haben einen geringen Schaden und eine durchschnittliche Reichweite, aber eine gute Nachladezeit, die es ermöglicht, sie häufig zu verwenden, insbesondere mit Verbesserungen, die sich auf ihre Nachladezeit auswirken. Ihre Kanonen folgen dem deutschen Standard und bieten eine Sprengmunition oder HE mit geringem Schaden, aber großer Penetration und eine panzerbrechende Munition oder AP, die das genaue Gegenteil ist. Dies bedeutet, dass sie, um die Feuerkraft der deutschen Zerstörer optimal zu nutzen, auf der Hut sein müssen, um Gelegenheiten zu nutzen, ihre panzerbrechende Munition einzusetzen, um mehr Schaden anzurichten, während ihre explosive Munition am nützlichsten ist, wenn sich solche Gelegenheiten nicht bieten. Die Z-52-Reihe bietet einige wertvolle Werkzeuge für diejenigen, die eines der Hauptziele von Zerstörern erfüllen möchten, nämlich während des Kampfes umstrittene und wichtige Bereiche zu erobern und zu halten. Der Hauptpunkt ist der Zugang zu einem hydroakustischen Suche ab Stufe 5 mit dem T-22, der in Verbindung mit guter Tarnung und durchschnittlicher Geschwindigkeit deutschen Zerstörern ermöglicht, Ziele innerhalb der Reichweite des hydroakustischen Suche zu erkennen, das bis zu 6 Kilometer erreichen kann, je nach Stufe. Diese Erkennung kann sogar erfolgen, wenn Ihr Gegner hinter einer Insel oder innerhalb einer Rauchwolke verborgen ist. Es gibt nur wenige Zerstörer mit Zugang zu diesem Verbrauchsmaterial und noch weniger, die eine Version bieten, die so gut ist wie die auf deutschen Zerstörern. Wenn es richtig eingesetzt wird, kann dieses Verbrauchsmaterial ihre Feinde überraschen und sie für längere Zeit erkennen, während ihre Verbündeten Positionen suchen können, um das Ziel zu versenken. Natürlich haben diese Schiffe auch einige bemerkenswerte Schwächen. Trotz ihrer hohen Trefferpunkte sind sie auch relativ groß und leicht zu treffen, wenn man nicht aufpasst. Darüber hinaus gilt ihr Nebelerzeuger, ein gängiges Verbrauchsmaterial bei den meisten Zerstörern, als der schwächste unter den Varianten im Spiel, mit einer kurzen Dauer und langer Nachladezeit. Die Spieler, die ihn zu Zeiten verwenden, in denen er nicht unbedingt erforderlich ist, schwer bestrafen wird. Deutsche Zerstörer sind eine anspruchsvolle Linie, denn trotz ihrer Vielseitigkeit zeichnen sie sich in keinem Bereich besonders aus. Um eine gute Leistung mit dieser Linie zu erzielen, ist es erforderlich, ständig den Fokus zu ändern, jede Gelegenheit zu nutzen, um ein Schlachtschiff zu torpedieren, aktiv zwischen ihrer panzerbrechenden und explosiven Munition zu wechseln, je nach Manöver ihres Gegners keine Chance zu verpassen, ihn zu bestrafen, wenn er seine Seite für sie offenlegt, und natürlich zu wissen, wie man sich richtig in Schlüsselbereichen positioniert, um den Vorteil ihres hydroakustischen Suchgeräts optimal zu nutzen, indem man sich Inseln nähert, um feindliche Zerstörer anzugreifen, und vermeidet, den Nebelerzeuger zu verwenden, wenn er nicht unbedingt erforderlich ist. Und wenn Sie gerade erst ankommen und sich für deutsche Zerstörer interessieren, werde ich Ihnen eines der besten Schiffe der Linie geben, den unglaublichen G-101. Und nicht nur das, sondern ich werde Ihnen auch den mächtigen Kreuzer Kolberg und das legendäre Schlachtschiff Nassau geben, um Ihre deutsche Flotte weiter zu verstärken. Mit einem Geschenk wie diesem ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um in dieses epische und fesselnde Spiel einzutauchen, das bereits Millionen von Spielern in Deutschland und auf der ganzen Welt für sich gewonnen hat. Klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unten, um dieses erstaunliche Willkommenspaket freizuschalten, das auch viele Funktionen enthält, um Ihre eigene Flotte mit über 700 Schiffen aufzubauen. Also nutzen Sie diese exklusive Gelegenheit, rufen Sie Ihre Freunde an und beherrschen Sie die 7 Weltmeere. Schauen Sie sich den Link jetzt an und nehmen Sie an aufregenden Schlachten teil. Jetzt, da Sie die Grundlagen der 52-Linie kennen, ist es an der Zeit, über einige
einige Upgrades und Kapitänsfertigkeiten zu sprechen, die Sie ausrüsten sollten, um die Leistung dieser Schiffe zu maximieren. Unsere Hauptempfehlung ist, dass Sie sich keine Gedanken darüber machen sollten, die Schwächen eines Schiffs zu mildern. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, die hauptpositiven Aspekte dieser Schiffe zu verbessern, wie ihre Torpedos, Feuerkraft, Überlebensfähigkeit und Verbogenheit. Um mit der Tarnung zu beginnen, ist das Wichtigste hier, die Kapitänsfertigkeit Tarnungsmeister zu erhalten. Auf höheren Stufen können Sie auch die Aufrüstung Tarnsystem Modifikation 1 erwerben, um Ihnen einen noch größeren Tarnvorteil gegenüber Ihren Gegnern zu verschaffen. Um Ihre Feuerkraft zu maximieren, benötigen Sie die Kapitänsfertigkeiten Hauptbatterien und Flugabwehrspezialist und Adrenalinrausch, die die Nachladezeit Ihrer Kanonen reduzieren. Auf höheren Stufen wird die Aufrüstung Hauptbatterie Modifikation 3 ebenfalls wichtig sein, um die Nachladezeiten Ihrer Kanonen signifikant zu reduzieren. Die Kapitänsfertigkeit Extra schwere Munition ist ebenfalls eine gute Wahl, da sie den Schaden Ihrer panzerbrechenden Munition erhöht, die Sie oft auf deutschen Zerstörern verwenden. Um Ihre Überlebensfähigkeit zu erhöhen, müssen wir zunächst sicherstellen, dass Sie nie mit deaktiviertem Motor erwischt werden, was Sie zu einem leichten Ziel machen würde. Daher empfehlen wir die Kapitänsfertigkeit mit Letztes Anstrengung, die für jeden Zerstörer als unverzichtbar gilt. Wenn Sie jedoch wirklich Ihre Fähigkeit verbessern möchten, Schaden zu absorbieren, ist es unerlässlich, die Kapitänsfertigkeit Experte der Überlebensfähigkeit zu erwerben, die Ihre Trefferpunkte erheblich erhöht. Schließlich, um Ihre Torpedos zu verbessern, benötigen wir die Aufrüstungen Torpedorohrmodifikation 1 und 2. Die Geschwindigkeit und Nachladezeit Ihrer Torpedos verbessern werden. Kapitänsfertigkeiten wie flinke Aale und volles Rohr werden Ihnen ebenfalls helfen, diese Aspekte weiter zu verbessern, während die Fertigkeit Abwickler die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Ihre Torpedos beim Treffen eines Ziels eine Flut verursachen. Natürlich können Sie Ihr Schiff nicht gleichzeitig mit all diesen Verbesserungen und Kapitänsfertigkeiten ausrüsten. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, welche davon für die deutschen Zerstörer je nach Ihrem Spielstil am nützlichsten sind. Mit unseren gut ausgestatteten deutschen Zerstörern und geschulten Kapitänen ist es an der Zeit, einige fortgeschrittene Tipps zu lernen, damit Sie Ihren Gegnern immer einen Schritt voraus sind. Einer der wichtigsten Aspekte, den Sie mit deutschen Zerstörern beherrschen müssen, ist die bestmögliche Nutzung Ihrer Spreng- und Panzerbrechermunition beim Angriff auf verschiedene Ziele. Wenn Sie beispielsweise anderen Zerstörern gegenüberstehen, ist es äußerst wichtig zu wissen, wann es versuchen wird, das Schiff zu wenden, ob um zu entkommen oder Torpedos auf Sie abzufeuern oder sogar die Herausforderung anzunehmen und es mit all seinen Kanonen zu konfrontieren. Immer wenn ein feindlicher Zerstörer seine Breitseite zeigt, ist es an der Zeit, panzerbrechende Munition zu verwenden. Aber auch in diesen Fällen müssen Sie andere Faktoren berücksichtigen, wie die schwache Panzerung vieler Zerstörer, die dazu führen kann, dass viele ihrer panzerbrechenden Granaten das Ziel durchdringen, ohne zu explodieren und nur minimalen Schaden verursachen. Um dies zu verhindern, müssen wir nur ein wenig Physik zu unserem Vorteil nutzen, indem wir das Ziel etwas unterhalb der Wasserlinie anvisieren. Dadurch wird das Wasser selbst als zusätzliche Panzerung wirken, die dazu führt, dass ihre Schüsse genau rechtzeitig im Inneren des feindlichen Zerstörers explodieren, was zu viel bedeutenderem Schaden führt. Wenn Ihr Ziel jedoch ein Kreuzer oder Schlachtschiff ist, sollten Sie das Gegenteil tun und höher zielen, anstatt tiefer. Dies liegt daran, dass diese Ziele gut geschützte Zitadellen haben, sodass Sie, wenn Sie sie mit Ihren panzerbrechenden Geschossen konsistent bestrafen möchten, wenn Ihre Seiten offen sind, die weniger gepanzerten Bereiche anvisieren sollten. Der Hauptbereich befindet sich in der Linie zwischen dem Deck und der Überstruktur des Ziels, wo die Panzerung schwach genug sein wird, damit ihre Geschosse eindringen können. Da diese Schiffe größer sind, wird das Geschoss, wenn es eindringt, höchstwahrscheinlich explodieren und im Inneren des Ziels detonieren. Andere Bereiche, in denen Sie ebenfalls gute Ergebnisse mit Ihrem AP erzielen können, befinden sich im Bug und Heck Ihrer Gegner. Denken Sie immer daran, die Panzerung Ihres Ziels zu berücksichtigen, wenn Sie entscheiden, wohin
wohin sie zielen möchten. Und wenn sie mehr über die Panzerung eines bestimmten Gegners erfahren möchten, können sie diese analysieren, indem sie das gewünschte Schiff im Hafen auswählen und auf die Registerkarte Panzerung klicken, auf der rechten Seite des Bildschirms. Jetzt, da sie alles über deutsche Zerstörer wissen, ist es an der Zeit, das Gelernte in die Praxis umzusetzen und sie in epischen Schlachten in World of Warships zu befehligen. Halten Sie sich bereit, die 7 Weltmeere zu erobern und Ihren Gegnern einen Schritt voraus zu sein. Bis zum nächsten Mal, Kapitäne.